Lesung aus dem zweiten Buch der Könige. Naaman, der Feldherr des Königs von Aram, galt viel bei seinem Herrn und war angesehen. Denn durch ihn hatte der Herr den Aramäern den Sieg verliehen. Der Mann war tapfer, aber an Aussatz erkrankt. Nun hatten die Aramäer bei einem Streifzug ein junges Mädchen aus dem Land Israels verschleppt. Es war in den Dienst der Frau Naamans gekommen. Es sagte zu seiner Herrin: Wäre mein Herr doch bei dem Propheten in Samaria, er würde seinen Aussatz heilen. Naaman ging zu seinem Herrn und meldete ihm: Das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Der König von Aram antwortete: So geh doch hin. Ich werde dir ein Schreiben an den König von Israel mitgeben. Naaman machte sich auf den Weg. Er nahm 10 Talente Silber, 6.000 Schekel Gold und 10 Festkleider mit und überbrachte dem König von Israel das Schreiben. Es hatte folgenden Inhalt: Wenn jetzt dieser Brief zu dir gelangt, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir geschickt, damit du seinen Aussatz heilst. Als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und rief: Bin ich denn ein Gott, der töten und zum Leben erwecken kann? Er schickt einen Mann zu mir, damit ich ihn von seinem Aussatz heile. Merkt doch und seht, dass er nur Streit mit mir sucht. Als der Gottesmann Elisha hörte, der König von Israel habe seine Kleider zerrissen, ließ er ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Naaman soll zu mir kommen. Dann wird er erfahren, dass es in Israel einen Propheten gibt. So kam Naaman mit seinen Pferden und Wagen und hielt vor dem Haus Elishas. Dieser schickte einen Boten zu ihm hinaus und ließ ihm sagen: Geh und wasch dich 7-mal im Jordan. Dann wird dein Leib wieder gesund und du wirst rein. Doch Naaman wurde zornig. Er ging weg und sagte: Ich dachte, er würde herauskommen, vor mich hintreten, den Namen Jahwes, seines Gottes, anrufen, seine Hand über die kranke Stelle bewegen und so den Aussatz heilen. Sind nicht der Abana und der Parpar, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Gewässer Israels? Kann ich nicht dort mich waschen, um rein zu werden? Voll Zorn wandte er sich ab und ging weg. Doch seine Dienerinnen und Diener traten an ihn heran und redeten zu ihm: Wenn der Prophet etwas Schweres von dir verlangt hätte, würdest du es tun. Wie viel mehr jetzt, da er zu dir nur gesagt hat: Wasch dich und du bist rein. So ging er also zum Jordan hinab und tauchte 7-mal unter, wie ihm der Gottesmann befohlen hatte. Da wurde sein Leib gesund, wie der Leib eines Kindes. Und er war rein. Nun kehrte er mit seinem ganzen Gefolge zum Gottesmann zurück, trat vor ihn hin und sagte: Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Erde einen Gott gibt, außer in Israel. Wort des lebendigen Gottes. Eine spannende Geschichte, wie ich gestern vorbereitet habe, habe ich überlegt, worum es da drin eigentlich geht. Und für mich hat sich dann herauskristallisiert, dass es für mich in dieser Lesung um das Hören der Stimme Gottes geht. Es gibt viele Menschen, die miteinander reden, manchmal auch aneinander vorbeireden. Und erst ganz am Schluss gibt es dann die Lösung aufgrund der Worte der Dienerinnen und Diener. Dieses Mädchen sagt eindeutig: Geh zum Propheten. Ich weiß nicht, was der Name den König erzählt hat, weil wir hören nur das und das, hat das Mädchen aus Israel gesagt. Also wer da nicht gut gehört hat, aber sie haben nicht gut gehört, denn der Naaman wird zum König geschickt und nicht zum Propheten. Und aus diesem Grund denkt der König,
von Israel, dass Streit gesucht wird. Und Streit unter Völkern, wissen wir heute, was das bedeuten kann. Weil einfach diese Stimme Gottes, die durch das Mädchen gesprochen hat, nicht gut gehört wurde. Der Gottesmann Elisha löst das Ganze Gott sei Dank auf. Aber wieder, Naaman hat Vorstellungen von dem, was der Prophet machen wird, ist enttäuscht und sogar zornig, dass das nicht geschieht und will diese einfache Aufgabe, sich 7-mal in den Jordan zu waschen, nicht machen. Und wäre so an seiner Heilung vorbeigegangen, weil er nicht auf diese unerwartete Stimme Gottes geachtet hat. Gott sei Dank gibt es diese Dienerinnen und Diener, die ihm zureden und ihm sagen, es ist doch so einfach, mach's doch und du wirst rein. Geht es uns nicht auch manchmal so, dass wir bestimmte Vorstellungen haben, was Gott von uns will, wie Gott zu uns redet? Und manchen Menschen trauen wir ja auch gar nicht zu, dass sie etwas sagen, was vielleicht von Gott kommen könnte. Und Gott sei Dank gibt es dann Menschen, auf die wir hören. Gibt es Situationen, wo wir auf Gottes Stimme hören, manchmal durch Menschen, manchmal durch Ereignisse, manchmal durch das Wort Gottes, manchmal auch ganz überraschend anders. So lade ich uns ein, dass wir heute einerseits nachspüren, so im Blick auf die Vergangenheit, wie spricht Gott zu mir, wo habe ich das erlebt, auf welche Weise spricht er zu mir. Und dann aber auch ganz besonders heute darauf zu achten, welche Worte hat er heute für mich? Wo kommt er ganz überraschend? Wo spricht er mich an, zeigt mir den Weg?